drei Becha-Kucha-Vorträge ausgewählt und vorbereitet für Sie. Und die Idee von dieser Session ist jetzt aber dann schon, dass wir sehr stark auch die Möglichkeit haben, in einen Dialog miteinander zu treten. Und ich würde da tatsächlich auch nochmal den Raum ein bisschen öffnen, falls auch aus der Keynote zum Beispiel noch was offen geblieben ist. Wir haben da jetzt einfach dann die Zeit leider nicht mehr gehabt, aber man kann ja auch dann Fragen vielleicht aus der Keynote, wenn die passen, auch zu den Vorträgen auch nochmal aufgreifen. Die Carola Berger, hallo, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Die ist sozusagen die technische Unterstützung. Das heißt, falls jemand Probleme hätte mit dem Ton oder vielleicht auch mit der Kamera oder jetzt dann bei den Präsentationen, da wäre sie also die richtige Frau, um sich bei ihr dann zu melden. Ich versuche das Ganze auch inhaltlich zu betreuen. Ich glaube, viele kennen mich eh. Ich bin aktuell Doktorand am Learning Lab bei Professor Keres an der Uni Duisburg-Essen. Ich kann leider meinen Namen nicht ändern auf Josef Buchner. Mein Spitzname ist auch Joe, daher gerne einfach Joe schreiben, Joe sagen. Also ich habe da wirklich kein Problem. Ich durfte ein Jahr in der Schweiz arbeiten. Da waren wir ab dem ersten Tag mit dem Rektor der Pädagogischen Hochschule Perdu. Also, ich glaube, da müssen die Österreicher und Deutsche vielleicht noch ein bisschen nachziehen, was das betrifft. Aber ich bleibe natürlich gerne beim Sie, wenn Ihnen das lieber ist. Bei der Angelika Tilsch ist es so, dass ich die kenne. Daher würde ich von Beginn an jetzt gleich ins Du wechseln. Aber ansonsten natürlich bitte geben Sie Bescheid, wie Sie das handhaben wollen. Okay. Ja, damit ist eigentlich eh schon die Einleitung sozusagen gesprochen. Und ja, dann würde ich gleich mal Angelika eigentlich dich bitten, dass du starten kannst. Und ja, uns vorstellst, was euer Vortrag oder euer Becha-Kucha in diesem Fall ist. Also ich kann vielleicht den Titel nochmal sagen, Entwicklung von Wissen, Interesse und Lernmotivation von Lernstudierenden in e-Inverted Classrooms. Also ich nehme mal an, da werden wir auch was von Corona wahrscheinlich hören. Bin gespannt. Die Rechte solltest du schon haben. Ja, dann würde ich sagen, the stage is yours. Alles klar. Ich danke ganz, ganz herzlich. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das mit dem Folienwechseln, dem Automatisierten bei Petra Kutscher in der Tat jetzt hier auch funktioniert. Insofern, falls das gleich ein bisschen holpert, dann sei es mir bitte verziehen. Okay, ich gehe jetzt in die Präsentation. Und ich hoffe, dass auch alle schon alles sehen können. Mein Name ist Angelika Thiel, ich bin von der Hochschuldidaktik und ich präsentiere hier heute leider alleine stellvertretend für meine beiden lieben Kolleginnen, Professor Dr. Ariane Willems und Katharina Dreiling. Die sind beide vom empirischen Bildungsforschungslehrstuhl an der Uni Göttingen und befassen sich mit Schul- und Unterrichtsforschung. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob sie erst wechselt. Okay, es funktioniert. Bam. Alles klar, wir sind an der Uni Göttingen, wir arbeiten seit wirklich einigen Jahren zusammen und wir haben ein ganz tolles Projekt, sogar mehrere Flipped-Classroom-Projekte beziehungsweise ICM-Projekte im Bereich der Erziehungswissenschaften schon implementiert und auch begleitbeforscht. Und das, wo ich jetzt heute ein bisschen was zu erzählen möchte, das ist ein, wie wir finden, wirklich sehr wichtiges Thema, nämlich da geht es darum, dass die Unterrichtssituation, die wir ja in der Lehramtsausbildung an der Uni nicht ganz so häufig vorhaben, dass die halt thematisiert werden. Ja, also der Fokus darauf, Unterricht zu beobachten, zu analysieren, zu interpretieren und dann auch wirklich darauf eingehen zu können, was, wie ich als Lehrperson später in der Schule handeln kann, ist ein ganz elementares Feld. Und nicht nur per se, sondern vor allen Dingen halt auch, weil in Deutschland ja dieser Gap zwischen der Theorie im Studium und der Praxis im Referendariat halt irgendwo geschlossen werden muss. Deswegen geben auch die Ministerien vor, man soll halt schauen, wie Unterricht als Thema mit ins Studium reingezogen werden kann. Und das ist genau das, was die Uni Göttingen jetzt hier an der Stelle, wie wahrscheinlich auch alle lehramtsbezogenen Unis gemacht haben. Wir haben halt ein Modul entwickelt, das Modul 20 mit dem Fokus auf Unterrichten, wo nicht nur gute Merkmale des Unterrichts vorgestellt werden sollen. Und ihr seht da auch 6 Credits, das ist auch relativ groß in 2 Veranstaltungen. Und da soll es halt auch darum gehen, ganz gezielt halt Erfahrungen mit Unterrichtssituationen zu machen. Also Erfahrungen halt nicht selbst zu unterrichten, aber trotzdem Erfahrungen damit zu machen. Und man sieht hier schon, dass mit Videos gearbeitet werden kann, weil das eine Sache ist, die in diesem Bereich der Lehramtsausbildung ganz, ganz häufig und auch schon sehr stark beforscht genutzt wird. Also wenn ich hier von Videos spreche, dann spreche ich immer von diesen Unterrichtsvideos, die halt von einer Schulsituation aufgezeichnet werden und mit denen dann die Studierenden sich mental in solche Unterrichtssituationen hineindenken können. Das Ganze hat natürlich, wenn wir jetzt mit der klassischen traditionellen Präsenzsituation im Studium
arbeiten, so ein bisschen die Hürde, dass wo können da, die Studie ist halt immer wieder das Individuelle schärfen, ja, die können ja nicht jeder sagen, ich möchte dahin spulen, ich möchte dahin spulen und spring nochmal dahin. Also sprich, da haben wir so ein bisschen die Hürde, Unterrichtsvideosequenzen angucken, super, aber das Individuelle ist dann möglicherweise das, was zu kurz kommt. Und was aber auch zu kurz kommen kann, wenn man alles gemeinsam in Präsenz macht, dass die Vielfalt der Perspektiven, ja, unsere Leute kommen mit so unterschiedlichen Einstellungen und Erfahrungen aus der Schule, aus dem Studium rein, die nehmen auch unterschiedliche Sachen in so einem Video wahr. Eine totale Chance und die kommt in Präsenz zu kurz. Was haben wir gemacht? Surprise, surprise. Es ist natürlich ein ICM daraus entstanden, sonst wäre ich jetzt hier heute auch nicht da. Und ich bin schneller als die Folien, ist ja unglaublich, wer hätte das gedacht? Das ICM, das wir gemacht haben, das ist schon in 2018 entstanden und wird halt seit 2019 auch mit einer Kontrollgruppe begleitbeforscht, wo wir halt gesagt haben, wir lagern genau diese Arbeit mit den Videos aus. Unsere Studierenden kriegen natürlich auch Inputs, die aufgezeichnet sind von der Lehrperson. Sie haben auch Selbstassessments. Sie haben in Lernmodulen verschiedene Aufgaben, mit denen sie halt sich diesen Unterrichtsvideos annähern können und können so halt ganz vielschichtig sich vorbereiten. Auch zwischendrin mit Wissenstest halt gucken, was habe ich da jetzt eigentlich wahrgenommen, will ich lieber nochmal reingehen. Und haben insofern durch dieses ICM in dem Kontext ermöglicht, dass wir halt eine vielschichtige Vorbereitung für unsere Studierenden erzeugt haben. Und aber auch, wenn sie dann in den Präsenzsitzungen zusammenkommen, dass dann halt viel gezielter auf die verschiedenen Wahrnehmungen, auf die verschiedenen Sachen, die man herausgefunden hat, eingegangen werden kann. Ja, also die Kollaboration wurde wirklich sehr toll gestärkt. Und das ist etwas, was wir halt versucht haben, auch in der Begleitforschung mit abzufassen. Und das heißt, wir haben uns natürlich angeguckt, was ist eigentlich auf den verschiedenen Materialien mit denen auf der Lernplattform passiert, wo wir halt auf der einen Seite natürlich auch Wissenstests reingestellt haben, aber auch ganz unterschiedliche Arten von Feedback eingebaut haben. Wir haben natürlich auch geguckt, wie wurden diese Videos halt genutzt. Also man hat ja auch einfach den Link, man sieht hier rechter Hand zur Plattform mit der Uni in Münster, wo verschiedene Unterrichtsvideos vorhanden sind. Also wie sind die Studis damit umgegangen? Und das war unser Forschungsfokus, also vielmehr noch der von den lieben Kolleginnen vom Lehrstuhl, dass sie uns angucken wollten, inwiefern verändert sich eigentlich die subjektive Kompetenzwahrnehmung der Studierenden von der Kontrollgruppe im Vergleich zu dem, wie sie im ICM sich diesen Themen annähern konnten. Wir haben natürlich auch die ICM-spezifischen Faktoren uns ein bisschen genauer angeschaut, aber das war der eigentliche Fokus. Und man muss sich das so vorstellen, bei P1 und P3 sind so Prä- und Post-Tests gemacht worden, die halt diese subjektive Kompetenzentwicklung sich angeschaut haben zu dem Bereich professionelle Unterrichtswahrnehmung. Und an P2 zwischendrin haben wir nochmal geschaut mit einem kurzen Fragebogen, was diese typischen ICM-spezifischen didaktischen Merkmale sind. Also hast du das Gefühl, dass du hier anders kollaborativ arbeiten kannst? So, okay. Und dann kam Corona. Zack, waren wir zu Hause. Wir konnten plötzlich nicht mehr das umsetzen, was wir eigentlich wollten, was sich so schön eingegroovt hatte. Wir wollten aber trotzdem das Prinzip, was wir da jetzt halt seit 2 Jahren umgesetzt hatten, weiter fortführen und haben natürlich von da aus dann ein komplettes EICM, also ein wirklich komplett im virtuellen Setting angesiedeltes ICM entwickelt, wo die Leute halt mehr oder weniger einen Dreischritt hatten. Auf der einen Seite halt diese individuelle Vorbereitungsphase, dann auch individuell natürlich angeleitet, halt so eine kollaborative Phase zum Austauschen. Und dann gab es noch eine kurze Phase des sich miteinander Austauschens und Treffens synchron mit der Dozentin. Aber das heißt, das Kollaborative, was eigentlich auch in der Präsenzphase stattgefunden hat, wurde ausgelagert. Und was ist passiert? Was haben wir gesehen? Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Das ist Freedom auf den Kopf gestellt. Denn die Freiheit, die durch dieses zusätzliche organisiert euch das Kollaborative selbst, also seid ihr selbst in diesen Lerngruppen unterwegs und gestaltet euch das so, wie ihr es braucht, hätte ganz, ganz toll in so einen positiven Effekt gehen können, in noch ein stärkeres Vertiefen. Und das ist das, was sich in den ersten Daten gezeigt hat, ist nicht stattgefunden. Vielmehr, und das ist ein Bild vom Göttinger Karzer, das ist das ehemalige Studigefängnis an der Uni Göttingen. Wer es besuchen will, ist offen. Also zum Reingucken. Ne? Und wir hatten natürlich das Gefühl, okay, es war Corona, es ist Corona und die Leute waren halt durch soziale Distanz nochmal ganz anders eingeschränkt. Und das hat sicherlich Einfluss auf die Daten gehabt. Aber das, was wir hier als Gedanke, als Impuls aus dieser ersten Begleitforschung rausgezogen haben, ist, und das wollen wir so gerne mit euch hier weiter besprechen,
Wie kann dieser Freiraum, die Kollaboration noch intensiver selbst zu gestalten, wie kann das didaktisch angeleitet werden, dass das halt vorgeschaltet vor die Präsenz noch besser stattfinden kann? Ja, also wir haben wirklich ein gut gewachsenes ICM-Projekt, wo wir auch wirklich gesehen haben, das funktioniert selbst in unterschiedlichen Konstellationen, aber wodurch genau diese Sicherheit geben, dass das Kollaborative selbst organisiert passieren kann. Und damit wollten wir mit euch in die Diskussion starten. Das ist so unsere Perspektive, an der wir jetzt arbeiten. Und damit wäre ich jetzt auch durch. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. So, ja, vielen Dank. Hat ja gut funktioniert mit den Folien, dass die automatisch weiterspringen. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt wirklich nicht den Timer gestellt. Ich schon, hallo, das gehört dazu. Ich finde das super. Also es tut mir auch wirklich leid, da muss ich mich jetzt gleich entschuldigen, weil natürlich, wir haben Becha Kutscher, es gibt ja die Grenze auf die 6 Minuten 40, aber wir haben natürlich viel Zeit. Aber ich finde das super, also genau so, und ich nehme an, die anderen sind ja genauso top vorbereitet. Ich würde tatsächlich dann die Frage schon wieder reinbringen, aber vielleicht ganz kurz nur, gibt es eine Frage oder zwei Fragen, die irgendwie ganz, ganz dringend jetzt schon beantwortet werden sollten? Ansonsten würde ich wirklich dann vorschlagen, dass wir das dann eben gesammelt am Ende machen, ja, also wo wir dann wirklich viel Zeit haben für dieses Dialogische. Aber wenn es eine Verständnisfrage zum Beispiel gibt, dann gerne jetzt noch stellen, ja, und bitte einfach das Mikrofon freigeben. Ja, Sie können im Chat schreiben oder Sie können auch das Mikrofon freigeben. Ich Genau, warte. und auch wirklich sehr, sehr, sehr breit. Sorry, Joe, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Also, weil es kann echt gut sein, dass ich ein paar Sachen ein bisschen verschlafen habe. Meine liebe Kollegin, die Ariane, ist leider heute früh krank geworden und ich weiß erst seit 3 Stunden, dass ich den Vortrag jetzt allein mache. Wir hatten das so schön im Ping-Pong geübt. Deswegen, wenn da irgendwas runtergefallen ist, dann bitte fragt da ganz, ganz eifrig nach. Genau, deswegen würde ich noch eine Minute warten. Ist zwar auch immer so ein bisschen fraglich, aber wie gesagt, also ich möchte wirklich schauen, dass wir dann, also wir werden ganz sicher mindestens 40, fast 50 Minuten wahrscheinlich am Ende einfach Zeit haben, wo wir eben wirklich dann diskutieren können. Und das finde ich schon mal sehr, sehr cool, Angelika. Vielen Dank dafür, dass du quasi auch wirklich am Ende eine klare Perspektive mitgebracht hast, an der wir dann vielleicht danach uns auch gemeinsam ein bisschen, also abarbeiten ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Wort, aber ich finde schon, dass man sich ein bisschen dran abarbeiten kann, auch an dieser Feststellung. Was ich mir zum Beispiel auch sofort notiert habe, ist eigentlich, dass du dann von einem Dreischritt fast auch gesprochen hast. Das habe ich ganz Genau. spannend gefunden, ja, weil sonst reden wir immer nur bei Flipped und in Word eigentlich von diesem Zweischritt mit Vorbereitungsphase und dann Präsenzphase. Und hier jetzt eigentlich bei Corona, das ist ja automatisch irgendwie so ein bisschen vielleicht eine feinere Granulierung vornehmen von diesem ganzen Konzept. Das habe ich mir mal aufgeschrieben und da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal gern darauf zurückkommen. Freue ich mich. Gut, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann würde ich mal ganz kurz in meinen Plan hineinschauen. Genau, zwar ist jetzt die Judith Rösgen dran. Also sie kommt von der Technischen Hochschule Köln. Wenn ich Hallo. es richtig habe, genau. Hallo. Und es geht um Entwicklung und Evaluation eines E-Learning-Konzepts zum forschenden Lernen. Ja, mein Thema heißt Entwicklung und Evaluation eines E-Learning-Konzepts. Jetzt hat er mir die erste Folie geklaut. So, fangen wir nochmal an. Und es ging darum, ein E-Learning-Konzept zu entwickeln, was eben nicht nur selber beforscht und evaluiert wird, sondern mit dem wir Studierende konkret in ein Forschungsprojekt einbinden können. Und da haben wir dann ein Konzept, also wir hatten eine Forschungsfrage aus dem Bereich Baudynamik. Das heißt, für uns, die Studierenden, hatten keinerlei Vorkenntnisse und das ICM sollte nicht nur dazu dienen, dass die Studierenden ihre Beiträge irgendwie weitergeben, sondern auch sämtliche Grundlagen damit erlernen können. Das Ganze sah dann so aus, dass wir ein Wiki mit Grundlagen geschaffen haben und in dem haben und bisherigen Ergebnissen. Mit dem und Beratung haben sich die Studierenden eingearbeitet und dann ihre eigene Teilfragestellung im Rahmen der Workload bearbeitet und die Ergebnisse für nachfolgende Projektarbeiten in späteren Semestern überarbeitet. Das Ganze wurde dann hier im unteren Teil dargestellt, begleitet von mir, indem ich die Studierenden beraten habe, dass ich geschaut habe, wie sicher sind die Messdaten, die Qualitätssicherung also übernommen habe, natürlich auch eigene Untersuchungen eingebracht habe. Und dann war immer die Frage, wie können wir auf dem Ergebnis des Studenten eine neue Aufgabenstellung generieren? Die einzigen Präsenzveranstaltungen, wenn die Beratung vor Corona nicht in Präsenz war,
waren Versuche. Da hatten wir eine eigens dafür entwickelte Versuchsbrücke. Da kamen dann die Studierenden hin und konnten die für ihre Fragestellung oder konkrete Fragestellung wichtigen Versuche durchführen. In der Evaluation haben wir uns auf drei Hauptaspekte oder habe ich mich auf drei Hauptaspekte beschränkt, und zwar die Bedingungen mit Motivation, Interesse und so weiter, die Verlaufsprozesse, wie hat sich das Wiki entwickelt, wie waren die Beratungen und die Akzeptanz und Wirkung des Konzeptes. Das waren so die drei Hauptschlagworte für die Untersuchungen. Und die Motivation haben wir uns ganz konkret dann auf die intrinsische Motivation konzentriert, weil Zwang, dass die Wahlpflichten ruhen, müssen sie Nummer eins nehmen, aber zu schauen, welchen Unterschied weist die intrinsische Motivation, konkret die Leistungsmotivation bei den teilnehmenden Studierenden auf im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und da haben wir uns das Leistungsmotivationsinventar von Herrn Schuler und Herrn Prochaska angeschaut. Das teilt die Leistungsmotivation in 17 Dimensionen auf. Zum Beispiel Leistungsstolz, Internalität, kompensatorische Anstrengung. Und diesen Fragebogen mussten alle teilnehmenden Studierenden, die waren alle freiwillig, und auch eine Kontrollgruppe machen. Da wurden dann 170 Fragen jeweils beantwortet, mit wie stark oder wenig stimmen die Studierenden zu. Zum Beispiel, vor Prüfungen bin ich oft schrecklich nervös. Und dadurch konnte dann für jeden, der den Fragebogen gemacht hat, eine Auswertung erstellt werden. Das Ganze sah dann so aus, dass man ein Diagramm erstellt hat, von, das jetzt hier von einer Person. Und dann sieht man bestimmte Ausschläge. Das bedeutet nicht, dass der Studierende nur nach einem diesem Item handelt, was einen großen Ausschlag hat, sondern aber dazu neigt. Und neben unseren Teilnehmern haben wir das in jedem Semester, ich komme aus dem Bauingenieurwesen, ganz fachfremd, was die Didaktik angeht, also wir wenden sie an, aber was die Beforschung davon angeht, und haben dann festgestellt, dass es manche Items gibt oder Leistungsdimensionen, die stark abweichen von den Teilnehmern zu unserer Kontrollgruppe. Hier ist in Grau die Kontrollgruppe, in Hellblau sind unsere Teilnehmer und hier ist prozentual dargestellt, wie stark sind diese Abweichungen. Und dann sieht man, dass eben zum Beispiel so Aspekte wie hier in der Mitte, Internalität und auch Furchtlosigkeit, besonders stark abweichen, was man sich dadurch erklären kann, die Teilnahme an einem Forschungsprojekt ist im Vergleich zu einem regulären Modul, was jedes Jahr die gleichen Inhalte aufbereitet, anders. Dann haben wir noch abgefragt, wie groß ist das generelle Interesse der Studierenden an Forschung, also wollen die Studierenden überhaupt wirklich mal mitforschen? Und hier sieht man bei 65 Teilnehmern, dass ungefähr zwei Drittel wirklich Interesse an Forschung zeigen und auch gerne Versuche durchführen würden, allerdings keine Erfahrung damit haben. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass wir mit Baudynamik, sieht man hier, mit 8 interessierten Teilnehmern von 65 auch einen Fachbereich aufgegriffen haben, wo jetzt das Interesse der Studierenden nicht so groß war, wären wir da mit dem also mit diesem ICM-Konzept in einem anderen Bereich gewesen, hätten wir wahrscheinlich größere Interessen gehabt. Bei den Verlaufsprozessen habe ich mir angeschaut, wie hat sich das Wiki entwickelt. Und hier sieht man im Sommersemester 17 pro Begriff eine Wiki-Seite, die aufgesetzten Startseiten, wo wirklich erstmal Messtechnik erläutert wurde. Und dann wurden ja die alle weiteren Seiten von Studierenden erstellt. Und hier sieht man für zwei nachfolgende Semester, wie sich das entwickelt hat. In blau dargestellt. Also rot und blau und grün sind immer die Verknüpfungen der Seiten untereinander. Und man sieht, dass das Wiki kontinuierlich gewachsen ist. Wir haben aufgehört mit über 60 Wiki-Seiten und gestartet mit ungefähr 20. Und zu beachten ist, dass die Studierenden nicht nur ihre eigene Ergebnisseite erstellt haben, die ja immer in der Aufgabenstellung war, sondern auch wirklich Ergänzungen auf Seiten gebracht haben, wo sie der Meinung waren nach der Beratung, dass es sinnvoll ist, da noch einen Satz zuzuschreiben oder wenn sie irgendwo einen Rechtschreibfehler gefunden haben oder irgendwas, was auf einer anderen Seite war, wurde immer ergänzt. Dann haben wir jede Arbeit schematisch ausgewertet, um zu schauen, wie fügt die sich in das Gesamtkonzept ein oder in das gesamte Forschungsfragen. Welche Ergebnisse liefert sie? Wie relevant sind die? Welche Methodik steht dahinter? Wie reproduzierbar sind die Messdaten? Und dann wurde ganz am Schluss nochmal ein Interview geführt und da haben wir dann geschaut, wie sind die Erfahrungen der Studierenden, wie fanden die das Konzept, wie ist die persönliche Motivation gewesen und welche Erfahrungen haben sie mit dem E-Learning-Konzept gemacht. Insgesamt ist zu sagen, dass das Konzept sehr gut anwendbar ist.
Wir können es auch auf andere Forschungsprojekte anwenden. Die Studierenden hatten durchweg eine positive Einstellung zu dem E-Learning-Konzept, haben gut mitgearbeitet und wir konnten unsere Forschungsfrage beantworten und haben somit ein innovatives E-Learning-Konzept entwickelt. Und ja, mein Diskussionsansatz wäre jetzt dann auch gleich E-Learning nicht nur selber untersuchen, sondern mit E-Learning forschen, was da eben noch an Möglichkeiten besteht. Dann vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das bringt mich gleich auch nochmal wunderbar dazu, Werbung zu machen für den morgigen Tag, der sozusagen ein bisschen nicht ganz offiziell ja aufscheint, aber da gibt es eine Forschungswerkstatt und wo wir genau auch über das Zusammenspiel von quantitativer und qualitativer Forschung zum Beispiel auch sprechen. Und deswegen hat mir das jetzt gut gefallen, weil sie das auch quasi beides gemacht haben. Also sie haben sowohl quantitative Daten als auch qualitative Daten uns präsentiert und da versucht, ein Gesamtkonzept zu erzielen. Und ich glaube, das ist sehr zielführend für Forschung, die wir hier betreiben möchten. Besonders wenn es um solche, ja, wie soll man sagen, komplexen Lehrkonzepte wie eben ein Online-E-Learning-Konzept mit Flipped oder Inverted Classroom-Modulen, ganz allgemein wahrscheinlich auch E-Learning-Modulen geht. Ja. Also wunderbar, vielen Dank. Ich schaue schnell in die Runde, ob es eine dringende Frage vielleicht jetzt sofort gibt. Dann würde ich auf jeden Fall wieder kurz Zeit geben, um diese Frage zu stellen. Ich sage auf jeden Fall danke auch für den, genau, für den Aufschlag dann am Ende. Das finde ich einen super interessanten Ansatz. Das, glaube ich, ist etwas, was alle Fächer betrifft. Also was uns alle betrifft, wie können wir Studierende stärker in den Forschungsprozess vielleicht sogar mit einbeziehen? Also ich war ja auch Lehrer in der Schule, am Gymnasium in Wien. Und da habe ich das auch versucht, mit designbasierten Ansätzen, wo dann Forschungsaspekte oder Forschungsphasen auch drinnen waren. Aber es hat seine Tücken, also das muss man schon auch sagen. Und da bin ich schon auch gespannt auf die Diskussion. Ja. Gut, ich schaue nochmal in den Chat, ob ich da eh nichts übersehe. Okay, gut, scheint alles klar zu sein, sehr gut strukturiert. Für mich war das auch sehr klar. Vielen Dank. Gut, dann würde ich weitergeben an die Frau Angelika Neudecker und Sie bitten mit Ihrem kurzen Vortrag. Und genau, Carl Rogers Mediensprache als Zukunftsmusik. Also ich nehme mal an, da wird es jetzt um den um Carl Rogers und den personenzentrierten Ansatz gehen. Ja, wir sind gespannt. Ja, hallo zusammen. Also zunächst freue ich mich sehr, dass ich hier kurz vorstellen darf. Mein Titel lautet ICM Vision, eine Carl-Rogersche Mediensprache als Zukunftsmusik. Humanistische Psychologie, personenzentrierter Ansatz, eine Nominierung für den Friedensnobelpreis. Die Lebenszeit von 1902 bis 1987. 16 Bücher und mehr als 200 Aufsätze. 1961 das Buch On Becoming a Person und 1969 das Buch Lernen in Freiheit. Einige von Ihnen werden wahrscheinlich jetzt wissen, um wen es geht. Andere werden es eventuell erahnen und andere werden eventuell vielleicht den Namen noch nie gehört haben oder zumindest die Details noch nie gehört haben. Es ist Carl Rogers, bekannt als Psychotherapeut. Er ist Psychologe, er war Forscher und wurde am Ende seines Lebens für den Friedensnobelpreis nominiert für seine Friedensarbeit zwischen den Ländern und Nationen. Carl Rogers hat ursprünglich sehr viel geforscht im Bereich der Psychotherapie, ist dann weiter übergegangen in den Bereich der Beratung und ist auch beim Lernen hat dort ganz zentrale Forschungen gemacht. Begriffe, die mit ihm verbunden sind das signifikante Lernen, die Aktualisierungstendenz, the fully functioning person, die Begegnung im vollmenschlichen Sinne und die Einzigartigkeit des Individuums. Ich werde natürlich jetzt im Rahmen von diesem kurzen Vortrag nicht auf diese Punkte eingehen können. Möchte Sie aber anregen, diese Dinge nachzugucken, mal dort tiefer oder vertiefter einzusteigen.
ganz zentrale und immer mit Rogers in Verbindung gebrachte Kernelemente sind die Empathie, die positive Zuwendung und die Kongruenz. Diese Begriffe hören wir in vielen unterschiedlichen Kontexten und sie sind uns natürlich vertraut. Sie gehen ganz stark auf die Arbeit von Carl Ransom Rogers zurück. Beziehungen, die von Empathie, positiver Zuwendung und Kongruenz geprägt sind, sind der Schlüssel zu menschlichem Wachstum und menschlicher Entwicklung. So Carl Rogers. Es entsteht eine positive Atmosphäre, die Lernen und Motivation ermöglicht. Wir als Lehrende geben ein Beziehungsangebot. Das ist eine wesentliche Haltung von uns. Und Rogers Meinung war, dass dieses Beziehungsangebot übergeordnet und unabhängig von Methode und Didaktik ist. Die Frage nach einer Karl-Rogerschen Kurs- und Mediengestaltung, die vor allem in der Out-of-Class-Phase wirksam ist, stellt sich mir. Beim Inverted Classroom ist es nachvollziehbar, dass in der In-Class-Phase Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz durch mich als Lehrende direkt umgesetzt werden kann. Die Frage ist, kann in der Out-of-Class-Phase ebenfalls Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz umgesetzt werden. Die Out-of-Class-Phase entspricht einem asynchronen Setting. Wir haben auf der einen Seite den Student, die Studentin, auf der anderen Seite die Lehrperson, die aber natürlich in der asynchronen Phase irgendwie vertreten wird durch das Learning Management System, durch Moodle, durch die Medien, die wir einsetzen, durch bestimmte Elemente, die wir sonst noch einsetzen und die Gestaltung unserer Kurse. Und können diese Elemente Empathie, positive Zuwendung und Kongruenz vermitteln. Hier nochmal eine Übersicht. Die Out-of-Class-Phase, dort spielen Mediengestaltung, der Kursaufbau, die Elemente der positiven Zuwendung, die Handschrift der Lehrperson, die eventuell noch in den Elementen vorhanden ist, und Elemente, die Empathie vermitteln, eine große Rolle. Ich möchte Sie mit dieser Lernfolie anregen zum Nachdenken, selbst vielleicht die eine oder andere Idee zu generieren. Für mich waren jetzt die folgenden Punkte relevant. Ich sehe in der positiven Zuwendung folgende Möglichkeit, also hier sehe die Möglichkeit, in folgenden Elementen die positive Zuwendung umzusetzen. In der Sorgfalt, die ich an den Tag lege, in den Fragemöglichkeiten, die ich biete, in Wahlmöglichkeiten, die ich biete, in der Abwechslung, die ich biete, in dem, dass ich Produkte, die die Studierenden erschaffen haben, integriere und indem ich Ideen der Studierenden aufgreife. Die Kongruenz habe ich versucht zu implementieren, indem ich die Kurse kreativ gestaltet habe, indem ich Audios eingesprochen habe, indem ich versucht habe, regelmäßig ein echtes Feedback zu geben, indem ich mich als Kurator der Lernelemente sehe, die abgestimmt sind auf die individuellen Bedürfnisse und indem ich eigene Erfahrungen von mir als Lehrperson und aus meiner Lebenserfahrung eingebracht habe. Die Empathie in der Out-of-Class-Phase habe ich jetzt hier mal mit zwei Stichworten benannt. Das ist, dass eine Selbstbewertung statt einer Fremdbewertung möglich wird im Kurs und dass natürlich die Studierenden das Lerntempo auf sich selber anpassen können. Hier sind auch für mich die meisten Fragezeichen in der Umsetzung.
Gerne würde ich diese Diskussion anschließend nutzen und auch den Vortrag überhaupt hier auf der Konferenz mit Ihnen Gedanken zu teilen, Ideen zu generieren, Erfahrungen auszutauschen und Anregungen für uns alle zu sammeln. Herzlichen Dank für diese Möglichkeit und ich freue mich auf den Austausch. So, ich sehe viele applaudierende Hände, zumindest virtuelle. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Neudecker. Sehr spannend. Es tut mir ja fast leid, dass ich da ein bisschen das mit dem Carl Rogers vorweggenommen habe. Das tut mir leid. Aber ich glaube, auch der Titel hat das ja schon sozusagen verraten. Eine Anekdote von, eine persönliche Anekdote von mir. Ich wollte tatsächlich einmal Psychotherapie auch die Ausbildung zum Psychotherapeuten machen und habe mich da bereits für Carl Rogers und die personenzentrierte Therapie damals sogar entschieden gehabt. Habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Habe das jetzt aber doch dann wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie das heute mit reingebracht haben. Das war ja extrem spannend und es ist ein, würde ich so, schon noch mal sagen, ein gänzlich anderer Blick jetzt, den Sie hier hereingebracht haben. Und auch Sie möchte ich vielleicht noch einladen oder Ihnen das einfach auch vielleicht sagen. Morgen wird es auch vom Cesar Künzi im Rahmen der Forschungswerkstatt einen Einblick geben in Hartmut Rosa und seine Forschung zur Resilienz und inwieweit auch wir diese Ansätze von Hartmut Rosa oder eben Resilienz, Resonanzpädagogik etc. auch zum Beispiel für Inverted Classroom nutzen können. Ja, vielleicht trifft es auch, sage ich mal, ihr Interesse, vielleicht deckt sich da auch was dazu. Gut, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr angeregt worden und habe Ihre leere Folie super nutzen können für meine Zeichnungen. Ich mache das tatsächlich auch immer noch sehr handschriftlich bei mir, weil ich, also nicht, weil ich sage, dass man damit besser oder effektiver lernt oder so, sondern einfach, weil es für mich persönlich schon irgendwie auch ja, einfach schön ist und etwas bringt, das auf Papier zu bringen. So, natürlich jetzt auch zuerst, bevor wir quasi die große Runde aufmachen. Eine oder zwei Rückfragen an die Frau Neudecker jetzt einmal direkt zu diesem Vortrag, bevor wir dann das Feld ein bisschen stärker noch öffnen. Und gerne, wie gesagt, das Mikrofon auch einschalten. Wir sollten uns aber auch nur dann darauf verständigen, dass wir die Mikrofone immer wieder ausschalten. Ich kann es auch gleich sagen, ich bin Moderator oder Mitgastgeber, also ich schalte sie stumm. Ja, also immer wenn Sie das hören, das bin dann auch ich. Ja, lieber Gerhard, du hast es schon gemerkt. Herzlich willkommen auch. Ja, also gibt es eine Frage jetzt direkt im Anschluss, sonst würde ich nämlich jetzt dann den Raum aufmachen und versuchen, tatsächlich mit Ihnen allen dann in die Diskussion zu kommen, in den Dialog zu kommen und auch die Fragen, die unsere drei Referentinnen ja aufgeworfen haben, irgendwie auch ja, gemeinsam zu beantworten, ist wahrscheinlich zu viel. Also ich finde immer noch den Begriff Abarbeiten ganz, ganz passend. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich bleibe aber dabei. Gut, ja, ich würde sagen, war ja auch klar strukturiert, von dem her auch alles klar gewesen. Dann vielen Dank, Frau Neudecker, auch ja, für dieses andere Präsentationsformat, also auch mit dem Whiteboard und mit dem Eigengeschriebenen und auch, Sie haben ja auch das da mit der Handschrift irgendwie nochmal unter Anführungszeichen auch reingebracht. Also da bin ich gespannt. Also bei mir ist da ganz, ganz viel passiert. So, Sie haben es gehört, das hat es bei mir gerade geläutet. Ich glaube, ja, gut. So, okay, gut. Dann, ja, sind jetzt Sie als TeilgeberInnen alle gefragt in diesem Raum? Ich würde jetzt zuerst nochmal tatsächlich starten mit dem, was die Angelika Thielsch auch als letzten Punkt nochmal aufgeworfen hat. Ich finde, das ist nämlich gerade für Inverted Classroom natürlich ein wunderbarer Punkt, den man diskutieren sollte und wo man auch fragen sollte, wie sieht es hier mit anderen Ideen aus oder wie sieht es mit anderen Erfahrungen aus? Angelika, du wirst mich sonst einfach ergänzen. Ich werde das jetzt einmal versuchen, in meinen Worten einfach darzustellen, wie ich das verstanden habe. Also eure wichtigste Frage dann am Ende war tatsächlich, okay, wie können wir es schaffen, eigentlich für die kollaborativen Phasen, auch bei diesen Inverted Classrooms oder bei dem E-Flipped Classroom, wie können wir es schaffen, diese kollaborativen Phasen eigentlich so frei wie möglich zu gestalten? Und trotzdem aber, wenn ich mir das einmal erlauben darf, das quasi noch zu ergänzen, trotzdem noch irgendwie Kontrolle zu
behalten, zu bewahren, oder ist Kontrolle das falsche Wort? Also das war für mich so ein bisschen, wo ich mir nicht ganz sicher war am Ende, ob du damit eine Balance meinst oder ob du tatsächlich eher sagen würdest, es soll gänzlich an die Studierenden übergeben werden. Und ja, da wäre es einfach spannend, glaube ich, jetzt in den Austausch einmal zu kommen. Vielleicht möchtest du dann nochmal mit einem kurzen Statement auf das, was ich jetzt gesagt habe, auch eröffnen. Und dann würde ich einfach die anderen bitten, es gibt ja die Möglichkeit, die Hand zu heben, glaube ich zumindest. Genau, man kann, glaube ich. Ja, nein. Die Hand heben Können Sie geht alle die ganz Hand heben? Also einfach. im Chat müsste es die Möglichkeit geben, seine Hand zu heben. Super, danke Iris fürs Ausprobieren. Und dann würde ich einfach natürlich das Wort auch weitergeben, damit wir zumindest ein bisschen eine Struktur haben. Dann kann ich das vielleicht ein bisschen guiden, würde man vielleicht im Scaffolden, würde man sagen, oder Rebecca? Gut, ja, liebe Angelika, bitte. Ich starte super gern nochmal und danke auch für die Zusammenfassung. Also in der Tat ist es wirklich gerade in diesem speziellen Kontext so ein bisschen ein Dreischritt, den wir normalerweise halt auch in den Präsenzphasen dann weitergeführt haben, ne? Also die Vorbereitung in dem individuellen Modus asynchron und dann halt in der Präsenzphase, die eigentlich immer als Blöcke gestaltet war, dass dann sehr, sehr viel Zeit war für das Kollaborative, für das sich nochmal gemeinsam mit anderen Studierenden darüber austauschen, was haben sie jetzt wahrgenommen, wie unterschiedlich haben sie auch wahrgenommen, was da passiert ist, wie würden sie vorgehen. Wie haben Sie das mit den entsprechenden analytischen Werkzeugen, die Sie halt auch an die Hand bekommen haben, wie haben Sie die genutzt und wo hatten Sie da Fragen, bevor dann halt über die Lehrperson da nochmal gesammelt und verbunden wurde, das Ganze eingeordnet wurde, um da halt wieder eine Sicherheit zu geben. Ich würde es an der Stelle, glaube ich, nicht Kontrolle nennen, das war ja so ein bisschen dein Punkt, weil da deine Frage, weil da am Ende halt nicht dieses eine richtige Lösung, sondern eigentlich mehr dieses, werdet euch eure unterschiedlichen Wahrnehmungsimpulse bewusst. Ja, wie kommt ihr zu dieser Einschätzung? Wie kommt ihr zu dieser Bewertung? Woran habt ihr das festgemacht? Und da halt wirklich die Vielfalt eher zu nutzen, um dann aber hinterher wieder so eine Sicherheit zu geben. Ich meine, das ist ja auch vielleicht eine Sache, die wir alle als Lehrpersonen kennen, dass wir, also, ich finde es immer wieder schwierig, mit Studierenden in eine Situation zu kommen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie was Falsches sagen können oder dass es halt eine richtige Lösung irgendwie geben muss. Ah, ich arbeite ganz viel in diesen postkolonialen Dings, wo ich sage, nee, lasst uns mal das Normative wirklich wegmachen und umdrehen und so. Und es ist unglaublich schwierig, das zu schaffen. Also sprich, dieses hinterher nochmal Sicherheit geben über die Einschätzung der Lehrperson, was asynchron auch schon individuell passiert ist, aber halt, was die Vielfalt der Perspektiven eingrenzt. Und deswegen war unser Gedanke, wenn die jetzt zwischen den, also wir haben das individuell vorbereitet, die haben diese kollaborativen Phasen halt selbst organisiert und konnten sich dadurch natürlich auch 10-mal mehr Zeit nehmen, als halt so ein Block eigentlich nur ihnen ermöglicht. Und das ist alles Corona, ja. Wir glauben schon, dass das damit ganz stark zusammenhängt, dass das weniger genutzt wurde. Da brauchen wir ja gar keine Brille. Aber das war der Gedanke, ne? Wie können wir jetzt möglicherweise dieses Kollaborative, was halt asynchron auch stattfindet, so unterstützen, dass es halt eine ähnliche intensive Qualität hat, um dann halt in dem Synchron, wo wir uns alle treffen, und ich spreche andauernd von mir, ja, das machen die lieben Kolleginnen vom Lehrstuhl, ich bin die hochdidaktische Begleitung, wir machen es nur schon so lange zusammen, dass ich da gerade ein bisschen vermische, dass halt da dann die Studierenden wirklich dieses nochmal zusammenzurren bekommen. Also das dazwischen, wie das so hinbekommen. Da fällt uns bestimmt auch noch was ganz Tolles ein, nur wir hatten es wirklich als Weiterentwicklung möglicherweise vom ICM betrachtet. So, jetzt habe ich wieder viel zu lange geredet. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich muss halt leider dazu sagen, dass ich die erste Minute wahrscheinlich von dem, was du gesagt hast, verpasst habe. Ich habe kurz keinen Ton gehabt. Es tut mir leid, das war irgendwas mit dem Internet. Aber ich habe jetzt alles wieder am Ende, was gerade für mich auch so wichtig war. Also auch das, was du mit der Kontrolle gesagt hast, ab da war ich wieder voll dabei. Und ich habe da sofort gedacht auch an meine eigenen Studis, die ich natürlich jetzt auch Corona-bedingt online unterrichtet habe. Und die haben mir zum Beispiel vom Sommersemester rückgemeldet. Da habe ich nicht unterrichtet, aber ich habe sie am Beginn natürlich im Wintersemester gefragt, wie geht's euch eigentlich? Und tatsächlich hatten sie schon oft das Gefühl, dass sie in diesen Phasen, die wir als Didaktiker, Hochschuldidaktik, als innovative Lehrende oder glauben, innovativ Lehrende zu sein, für ganz wichtig halten, die eben dann online kollaborativ stattfinden, vielleicht nur unter eben Peer-Tutoring oder nur unter einem Peer-Austausch, dass sie sich hier auch oft eben ein bisschen alleine gefühlt haben. Also ich wollte einfach nur noch mal kurz auch reinwerfen, dass
dass Studierende so etwas rückmelden. Und deshalb finde ich gerade dann eure Idee, eben zu sagen, das ist nicht Kontrolle, sondern das ist Sicherheit. Vielen Dank dafür. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Nämlich eigentlich die Sicherheit wieder zurückzugeben, was ihr hier gemacht habt, hatte einen Wert. Das war wertvoll. Das hatte etwas zu tun. Ihr habt hier etwas geschaffen. Oder ihr habt etwas geschafft vielleicht sogar. Und dass man das dann wieder zusammenführt. Und also das ist eigentlich das wirklich Spannende daran. Ja, und das machen wir sonst in der Präsenz. Und so muss man das natürlich online auch machen. Was tatsächlich für mich nach wie vor ein bisschen spannend ist, ist, ob man nicht die Vorbereitungsphase alleine schon, Gott beim Flipped oder Inverted Classroom, auch schon kollaborativ gestalten könnte und nicht diesen Zwischenschritt dann noch braucht. Ich habe an der PH St. Gallen online einen völligen Flipped Classroom durchgeführt und interessanterweise auch. Ich habe individuelles Lernen in der Vorbereitungsphase wieder forciert, aber warum? Das ist für mich so eine Frage. Aber gut, es soll ja kein Dialog sein, sondern die Frau Neudecker, bitte, habe ich gesehen mit dem Handzeichen. Ich versuche alle im Blick zu haben. Ja, ich fand es auch einen ganz, ganz spannenden Vortrag von Ihnen, Frau Thiersch. Und mir fallen dazu ein paar Dinge ein. Und zwar, mich hat es daran erinnert, an das Problem-Based Learning. Und das Problem-Based Learning zeichnet sich dadurch eigentlich aus, dass wir als Lehrende die Antworten noch nicht haben. Und das führt zu einer Verschiebung, dass sich automatisch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die werden viel wichtiger in dem Ganzen. Und auch die Gedankenprozesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird plötzlich bekommt viel mehr Raum, weil ich quasi als lernende Person auch die Antwort noch nicht kenne und man sich gemeinsam auf den Weg der Suche nach diesen Antworten begibt. Und da finde ich eben das Problem-Based Learning wirklich einen ganz neuen Ansatz und einen, der eigentlich das Zusammenarbeiten enorm befördert, weil das ein absolut wichtiger Schritt da drin ist. Genau. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, das verwendet ein Kollege bei mir im Team sehr stark und der guckt auch, wie das in unterschiedlichen Lehrsettings verwendet werden kann. Er verwendet das Reflexionstool oder er verwendet das Tool Mahara als Reflexionstool. Und Sie nicken, also Sie kennen das. Und Mahara lässt sich zum Teil, glaube ich, als Reflexionstool tatsächlich gut einsetzen, weil man dort ja dann auch Dinge, die man gefunden hat, mit einem Kommentar versehen kann und auch so ein bisschen beschreiben kann, warum spricht mich das an, warum wähle ich das? Und andere können ja mit in dieses Mahara eingeladen werden und sich dann entsprechend auch äußern oder dazu eben einen anderen Gedankengang mit einbringen. Wenn ich gleich was dazu ergänzen, also genau dieses kollaborative Schreiben, was Mahara ermöglicht, oder das gegenseitige Kommentieren dessen, was man geschrieben hat und was man als Artefakte mit reinstellt, ist auf alle Fälle ein ganz spannender Aspekt, den wir, also ich befürchte, dass wir den wahrscheinlich nicht mit einsetzen werden, weil dann ist es das 10. Tool. Und irgendwo ist so ein bisschen die Grenze bei unseren Studis. Wir haben zwar mittlerweile Mahara-Plugin, aber wir haben Stud.IP und da drin ist Elias mit integriert und dann gehen sie noch auf die andere Seite, wo die Videos und das Ganze. Also da befürchte ich, ein weiteres Tool wäre an der Stelle zu krass. Aber mit dem kollaborativen Schreiben an sich habe ich da auch wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen in anderen Settings gemacht. Deswegen würde ich das doppelt und dreifach unterstützen. Auch für dieses, Frau Schmidt, wo ich Sie gerade sehe, auch für dieses Gruppengefühl irgendwie unterstützen. Ja, dieses zweite Element, was Sie in der Keynote hatten, ne? Also das Sicherheit geben durch Gruppe, in der Gruppe, vor der Gruppe, dass das halt genau durch kollaborative Schreiben auch wirklich toll sichtbar werden kann. Ja, ich habe erstmal nur für mich nochmal eine Verständnisnachfrage. Es geht darum, kollaboratives Arbeiten außerhalb von der Präsenz zu fördern. Also was ich mich gefragt habe, ist, also ganz blöde Frage, warum macht man nicht innerhalb der Präsenzveranstaltung noch einmal ganz kurz Breakout-Räume mit den gleichen Gruppen?
Das war sogar in der Tat, bei dem einen Job war das auch ein Teil, den wir gemacht haben. Was die Idee dahinter war, ist, wieso das dann alles zeitmäßig in einen Zeitslot zwängen, wenn die Leute ja möglicherweise auch dann einfach sich besser selbst takten könnten. Ja, also sprich, die haben einmal zusammengearbeitet, die wissen eigentlich mit wem und wie und wo. Und beim nächsten ist halt dieses so lange in einer Videokonferenz, dass es halt aufgebrochen worden und dann sich selbst zu organisieren und da halt auch auf anderer Ebene weiter diskutieren zu können und so. Und ich glaube, dass die Arbeit in Breakout-Räumen, dass die halt ein unglaublicher Wert ist, wenn die Gruppe sich ein bisschen gefunden hat. Das Ziel war hier, glaube ich, und es ist ja auch das erste Semester des EICMs, das wir umgesetzt hatten gewesen, dass wir das ausgelagert haben, war halt wirklich um die Zeit, die ja halt sonst am Block miteinander wäre, weniger ermüdend zu machen, so doof wie es anhört. Ne? Also einen ganzen Tag still vorm Rechner sitzen, es ist schön, wenn die wechselnden Settings sind, aber trotzdem sitzen wir die ganze Zeit rum. Also ich stehe bestimmt auch gleich wieder auf, aber ich glaube, das ist halt der Hauptpunkt gewesen. Und da fehlt mir jetzt natürlich total meine liebe Kollegin, die das eigentlich durchgeführt hat. Ne? Ich bin ja immer nur der Rückkopplungspol aus der Hochschuldidaktik, aber ich weiß, dass sie halt beim ersten Mal die Gruppen zusammen hatten und beim zweiten Mal dann halt sich selbst organisieren lassen wollten, damit sie eben sich das zeitlich so einteilen und nach ihren Bedarfen und ne, gerade der Pandemie geschuldet auch wirklich zu schauen, wann entzerre ich es für mich und wann will ich es auch anders noch vorbereiten. Ja, also deswegen das einfach nochmal zu klar machen. Also, weil das wäre für mich so ein erster Ansatz. Also ich verstehe das, dass man sagt, ne, die sollen individuell die Zeit haben, sich auszutauschen. Das würde ich auf jeden Fall auch beibehalten. Finde ich einen total spannenden Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, dass es helfen würde, eine ganz kurze Zeit der Präsenzveranstaltung am Anfang nochmal zu machen. So, okay, jetzt gehen nochmal alle in ihre Gruppen, sammeln nochmal die Fragen oder die Aussagen, die sie hatten, und die werden dann zusammengetragen und dann diskutiert, weil ich glaube, das war ja genau das, worum es ging, nochmal die unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Also das wäre so eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ich in meinen Seminaren gemacht habe, war, ich habe über Foren gearbeitet. Jetzt arbeiten wir mit Panda und nicht mit StudIP, aber ich glaube, in StudIP geht Vor das bitte. auch. Genau, dass man da sowas macht. Und eine dritte Möglichkeit, die mir eingefallen ist, wäre natürlich noch ein neues Tool. Und muss ich gestehen, jetzt nicht den konkreten Namen, aber ich weiß, dass ein Kollege an der Uni in Paderborn mit einem Tool arbeitet, wo Videos kommentiert werden können. Also wo quasi genau an der Stelle ein Kommentar geschrieben werden kann, auf den dann die Studierenden antworten können. Und das könnte ich mir fast am allerersten vorstellen Sehr als cool. Möglichkeit, um so einen Austausch zu haben, der aber gleichzeitig in einer gewissen Weise dokumentiert ist und dann in der Präsenzveranstaltung aufgegriffen werden kann. Ja, Ich super. kann noch mal gucken, ob ich das finde. Ich bin ganz frech und frage mal die Iris. Iris, hast du eine Ahnung, was und wie und wo? Weil das wäre nämlich echt spannend. Also so Video-Annotationstools, finde ich, sind wirklich, wirklich zu wenig. Ja? Also ich arbeite super gerne mit genau Frank Fohle, mit den Ghost-Thinkern, die haben da wirklich, also ne, perfekt können wir halt leider nicht nehmen. So doof wie es ist, aber die haben da wirklich ein tolles Tool. Da habe ich auch mal ein Projekt mit ihnen gemacht, was halt einfach gezeigt hat, wie schön das ist, in einem Video gemeinsam kommentieren und auch markieren zu können, ja, nicht nur die Kommentare reinsetzen, sondern wirklich in diesem Video auch kleine Kästels reinzusetzen, wo man sagt, so, hier, guck mal genau da, wie die Hand sich gerade bewegt, ja, was passiert da? Also ganz, ganz mega super, ja. Dankeschön, da werde ich bestimmt noch mal reinhorchen und die lieben Kollegen aus Paderborn noch mal anticken. Super, vielen Dank. Ich würde mich da einmal ganz kurz einmischen. Es ist so, also nicht, dass Sie sich wundern, ich werde immer auf meinem zweiten Bildschirm ein bisschen mitschreiben. Ich soll ja auch ein bisschen dokumentieren und ich versuche das dann auch für mich sozusagen ein bisschen zusammenzufassen. Und was ich jetzt bei dieser Diskussion sehr spannend finde, ist eigentlich, Rebecca, wenn ich das richtig verstehe, dass du schon sagst, naja, aber eigentlich kann man eben diese kollaborative Phase eben auch in der virtuellen Präsenzphase machen. Also ich glaube, da sind wir uns alle sehr, sehr einig. Tatsächlich muss ich sagen, finde ich schon das sehr interessant, zu überlegen, welche Gestaltungskriterien könnten wir uns denn vorstellen, um eben tatsächlich auch dieses kollaborative Lernen nicht zu realisieren, weil ich glaube, das tun wir schon lange mit Forum zum Beispiel. Also das ist ganz klar.
sondern eher, wie können wir es unterstützen? Also ich habe schon das Gefühl, oder wenn ich jetzt ein paar Studien einfach in mir in Erinnerung rufe, gerade zu Foren, also das ist ja meistens wirklich eher, also nicht unbedingt so positiv von Studierenden rückgemeldet worden. Also da muss ich tatsächlich sagen, es wäre schon ein interessanter Punkt, hier noch dran zu bleiben und sich zu überlegen, wie können wir kollaboratives Lernen, nämlich zum Beispiel auch mit Tools, die der Lebenswelt unserer Studierenden entsprechen. Also ich habe zum Beispiel einmal in der Schule versucht, Flipped Classroom, die schauen sich Videos zu Hause an und dürfen über WhatsApp kommen oder Telegram oder irgendwas datenschutzkonformes kommunizieren mit einem Partner, einer Partnerin und dürfen quasi gemeinsam versuchen, sich zu erschließen, was die Videos in der, also was in den Videos gesagt wurde, als Vorbereitung auf die Präsenzphase. Das war in der Schule im Geschichtsunterricht. Habe ich auch nicht beforscht, leider, weil, aber das wäre interessant, finde ich. Vielleicht, wir merken uns das noch, weil ich würde es immer schon auch natürlich noch auf die Frau Rösken auch dann weiter verweisen, weil sie hat ja auch was Spannendes mit hineingebracht. Da hätte ich tatsächlich zuerst eine Frage nochmal. Und zwar, Sie haben auch gesagt, dass es auch mit dem Lernziel zusammenhängt. Und ich bin ja am Lehrstuhl von Professor Keres. Und Professor Keres würde immer sagen, also das hat sie immer am Lernziel eben auszurichten. Und das, Rebecca, das wäre übrigens auch meine Frage an dich in der Keynote gewesen. Braucht es unterschiedliche Methoden für unterschiedliche Lernziele? Erstens natürlich. Wie hängt das Ganze mit E-Learning zusammen und vielleicht dann auch ein bisschen in Richtung Rebecca sogar gerichtet? Braucht es für verschiedene Lernziele unterschiedliche Arten oder Qualitäten von Student Engagement? Also da bin ich immer noch so wieder auf der Suche. Bin gespannt. Also vielleicht einmal, Frau Rösken, ich würde mal Ihnen das Wort übergeben. Sie können dann gerne auch Ihre eigene Frage, die Sie vielleicht noch drängender quasi behandelt, können Sie gerne auch noch mal reinbringen. Aber das wäre so eine Frage, die ich jetzt Ihnen gestellt hätte noch. Ja. Ja, also genau. Also es ging ja darum, eben ICM nicht nur zu nutzen, um ein Lernziel, also ein ganz klares Modulziel zu vermitteln, sondern eben um mit den Studierenden in Forschungsfragen einzubinden. Also für uns war das jetzt konkret. Wir haben hier unsere fußgängerinduzierte Schwingung. Wir wollten den Lastansatz überarbeiten. Und wir haben verschiedene Wahlpflichtmodule im Bachelor und im Master gehabt. Und da konnten die Studierenden, das waren immer die Labormodule. Da konnte quasi zu bestimmten Themenbereichen konnten die Studierenden eine Projektarbeit machen, wo eben dann mit Messtechnik gearbeitet wurde und das Projekt schon als forschendes Lernen realisiert wurde, aber nie in diesen großen Kontext eingebunden wurde und wo die Aufgabenstellungen immer ähnlich waren. Also es war immer ein Projekt zu Schwingungen, ein Projekt zu Stahlbauversuchen, also die großen und ganzen war immer klar. Und die Herausforderung bei der Entwicklung des Lehrkonzeptes war, dass im Vergleich zu einem hätten wir jetzt von vornherein gesagt, okay, wir möchten nur die Grundlagen von Schwingungsmessung vermitteln. Also wie misst man eine Brücke, wie misst man, wie ermittelt man messtechnisch eingetretenen Dämpfung, also auf der fachlichen Seite. Da sind wir nicht mit den Problemen konfrontiert, die eben aufgetreten sind, was sich, finde ich, auch in der Leistungsmotivation, in der Furchtlosigkeit gezeigt hat. Bei einem Forschungsprojekt ist den Studierenden und auch den Dozenten uns nicht klar, was kommt da raus. Wenn ich einem Studenten eine Aufgabenstellung gebe, das ist ja, was eben auch schon erwähnt wurde, das Problem-Based Learning. Diese Herangehensweise an dieses Forschungsprojekt, es kann passieren, dass der Student nicht die erwarteten Ergebnisse generiert. Und das Konzept muss zusammen mit den Projektbetreuern gewährleisten, dass die Studierenden das trotzdem bewältigen können. Also, dass man auf jeden Fall die Forschungsfrage im Blick hat, aber eben nicht die Studierenden überfordert. Also es muss einfach so eine Balance gefunden werden zwischen dem Beibringen der Basics, wie arbeite ich methodisch sauber, wie setze ich eine Messkette auf, wie mache ich eine vernünftige Datensicherung in eben einem experimentellen Untersuchung und eben auch die Zielführung für die Fragestellung. So, und da ist dann die Frage, welche Tools können das leisten und wie kann man auch verschiedene Tools verknüpfen, um da eben ein möglichst gutes Konzept zu kreieren, um eben mit ICM-Methoden auch forschen zu können. Ja, und da ist, hätte ich erstmal gefragt, hat jemand anders auch vielleicht selber ein Projekt, wo eben mit ICM-Methoden Studierende in Forschungsprojekte eingebunden wurden? Oder ja, was sind da vielleicht auch für konkrete Fragen, Probleme, die da aufgetreten sind?
Ja, super, danke auch. Das war für mich jetzt nochmal wichtig, auch nochmal diese Klärung eigentlich dieser Lernziele, weil das ist etwas, was mich halt aktuell umtreibt. Also es kann jetzt auch sein, dass es wirklich sehr subjektiv ist. Ich wollte jetzt nicht für die ganze Gruppe dann sprechen, aber mich interessiert das zum Beispiel sehr und ich habe nämlich vor allem auch noch immer ein Problem in meinem Denken mit kognitiven Lernzielen, zum Beispiel diese Grundlagenvermittlung, die Sie jetzt angesprochen haben, und affektiven Lernzielen, also zum Beispiel Interesse für Forschung zu wecken. Und wie ich die Balance schaffe, also ich glaube, das kommt auf jedes Unterrichtssetting drauf an, egal ob wir jetzt so analog, digital, flipped und was auch immer sprechen. Und das ist für mich so eine ganz spannende Balance, die es irgendwie zu finden gibt. Und ich habe einfach gerade ein Projekt durchgeführt, auch mit Schülerinnen und Schülern wieder, muss man dazu sagen, wo ich hier Diskrepanzen tatsächlich gefunden habe. Also die haben kognitiv super gelernt in einem Projekt, also statistisch signifikant. Und bei der Motivation im Vergleich zu einer Gruppe, die auch mit direkter Instruktion über einen Zeitraum von 4 Monaten unterrichtet wurde, haben sie die in der Motivation, also bei affektiven Learning Outcomes, nicht unterschieden. Und das habe ich ganz interessant gefunden und deswegen ist das etwas, was mich gerade irgendwie ein bisschen herumtreibt. Aber wir brauchen das nicht weiter zu vertiefen, sondern ich glaube, es ist wichtiger, dass wir Ihnen auch noch helfen können und Ihrem Projekt helfen können. Und da würde ich schon jetzt gerne nochmal eben auf die Anregungen der Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen. Forschendes Lernen mit Studierenden und dabei sogar dann noch Forschung betreiben zum ICM. Ich habe jetzt einmal als erste Hand die von der Angelika wieder gesehen, ja? Also ich hab in der Tat jetzt keine Erfahrung zu Forschung zu ICM in einem ICM-Setting mit forschendem Lernen als eigentlichem dahinterliegenden didaktischen Prinzip. Das habe ich nicht, ne? Aber wir machen bei uns im Team ganz, ganz intensiv, dass wir Gruppen, die forschendes Lernen unterstützen, also im Bachelorstudium Studierende halt in Forschungsprojekte reinschicken, die auch sich selbst eine Forschungsfrage gewählt haben. Und das vor allen Dingen halt immer wieder mit anderen Teams, die halt auch gerade parallel studentische Forschung betreiben, in solchen Austausch bringen, also in einem anderen disziplinären Team beschreiben müssen, was man denn eigentlich macht. Und das ist so mein erster Tipp. Das ist kein Tool, sondern das ist eigentlich eher so ein Setting-Element, also die Studierenden in irgendeiner Art und Weise in Wissenschaftskommunikationsprozesse hineinzubringen. Also, dass sie halt darstellen müssen, was mache ich hier eigentlich? Wieso mache ich das? Wie gehe ich so vor? Was sind Hürden, die ich erwarte? Was sind vielleicht auch Hürden, denen ich begegnet bin? Das ist so das eine. Das hat jetzt weniger eine Forschungsperspektive, sondern mehr so ein, was kann da auch einfach ganz viele Aha-Momente erzeugen, um diese möglichen, wann ist die Forschung zu groß, Geschichte selbst auch greifen zu können als Lehrperson. Und als Tool, was mir gerade eingefallen ist, als du danach gefragt hast, das wäre ganz spontan Trello, dieses, was ich persönlich für die Organisation von Teams und von ein bisschen vielschichtigeren Arbeitsprozessen wirklich spannend finde, wo man sich gegenseitig aufgabenbezogene Kärtchen zuschieben kann und sagen kann, ich habe das bearbeitet, jetzt bin ich damit fertig und ich gebe es wieder zurück zu der Person, die das Ganze koordiniert und die verschiebt es dann zur nächsten Person, die dann die nächste Aufgabe hat. Weil darüber könnte man sicherlich auch gut nachhalten, wer wann welche Aufgabe mit welcher, vielleicht auch mit welcher Schwierigkeit oder mit welchem Kommentar irgendwie bearbeitet hat. Also einfach um diese ganzen vielleicht nicht so greifbaren Teilprozesse des Forschungsprojektes, wie die Studierenden den erleben, festhalten zu können, nachhalten zu können. Deswegen Trello wäre jetzt mein Gedanke. Auch wieder externes Tool. Also. Wir hatten zum Glück in Ilias, konnten wir ein Tool einbinden am Anfang. Das heißt, bei LLC, also Learning Spaces, waren wir in der Evaluation mit drin. Es war da, also was wir gemerkt haben, war, wir mussten Studenten sehr eng begleiten. Also das Konzept funktionierte nicht mit meldet euch, wenn ihr ein Problem habt, sondern das waren wirklich fix gesetzte Beratungstermine online oder in Präsenz, wenn die eh in der Hochschule waren vor Corona, wo wenigstens so eine 10 Minuten Abfrage immer regelmäßig sein musste. Wie läuft's? Was habt ihr gemacht und an welchem Punkt seid ihr gerade? Weil das im Vergleich zu einer klassischen, in Anführungszeichen, Projektarbeit, wo bei uns jetzt in unserem Bereich eine Starte gemacht wurde, dann hatten wir ja immer so ein paar Spezialisten, die sagen, ich mache das in den letzten 2 Wochen des Semesters. Das funktioniert halt bei Forschung nicht. Und von daher hatten wir halt dann das Tool genutzt, dass die Studierenden auf so einer Pinnwand in Ilias quasi immer schreiben mussten, einmal die Woche, wie der Wasserstand ist und ob eben irgendwo Diskussionsbedarf besteht, der dann auch von
verschiedenen Projektgruppen untereinander quasi diskutiert werden konnte. Weil also Trello war mir als Tool nicht bekannt, aber da hatten wir dann eben in Ilias, jetzt heißt es bei uns Ilias Timeline, aber also da haben wir dann auch versucht, da irgendwie die Verknüpfung auch unter den Projekten irgendwie herstellen zu können. Und ja, danke. Frau Neudecker hatte sich gemeldet. Ja, noch zwei Gedankengänge. Und zwar, was mir noch dazu eingefallen ist und wo ich jetzt auch Erfahrungen gesammelt habe und wo die Kollaboration eigentlich dann sehr, sehr gut war. Das haben Studierende haben selber gemeinsam zu einem Thema Videos erstellt. Haben dann quasi den Prozess der Erstellung und welche Probleme sie da hatten und wie sie die Aufgabenteilung gelöst haben, etc., dann auch vorgestellt. Also das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und das andere, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, das ist mit dem Vermitteln von Know-how zum agilen Projektmanagement. Also wenn man quasi, passt ja meistens fachlich irgendwie. Ja, also Projektmanagement ist ja überall irgendwie mit drin und kann man immer irgendwie andocken. Und dass man dann aber vom klassischen Projektmanagement auch noch den Blick ins agile Projektmanagement wirft. Und das läuft ja so unter dem Stichwort Scrum. Das Scrum kommt zwar so aus der Softwareentwicklung, aber die haben Elemente, die wirklich toll sind. Also dieses Kanban-Board, wo eben steht das To-Do und was jeder macht und was erledigt wurde. Oder diese Daily Scrum-Meetings. Natürlich lässt sich das in der Lehre nicht so gut umsetzen, aber das sind so Punkte, wo jemand, also wo die Studierenden nur für eine Minute aufstehen oder so und sagen, ich habe das gemacht und ich bin jetzt daran und das möchte ich schaffen bis in 2 Tagen. Ja, so diese Dynamik, die dort ja ganz stark vorhanden ist, wenn man die irgendwie implementiert in den Kurs. Ja, dass man mal sagt, wir werfen jetzt mal 2 Stunden einen Blick ins agile Projektmanagement, dann schafft es vielleicht auch Verständnis für die Interaktion. Das ist vielleicht noch als Idee. Ja, also das war halt auch so, die Feststellung war wirklich, die Begleitung der Studierenden in dem Sinne jenseits des ICM, also die Wissensaneignung und die Bearbeitung des Projektes war viel selbstständiger ab, als ich das ursprünglich erwartet habe. Also die Einarbeitung in, wir haben ganz tolle Wiki-Seiten zu, wie, was für Messtechnik haben wir, wie baut man eine Messkette auf. Und es war dann wirklich so, dass bei dem ersten Termin, wo die Studierenden erstmal so die Messtechnik in die Hand bekommen haben, die waren alle vorbereitet. Die wussten alle, wie die Sachen heißen und wie die sind. Aber die brauchten eine, ich sage es jetzt mal, emotionale Begleitung bei diesem Projekt, weil eben unklar war, was passiert im Laufe des Projektes. Also kommen die Ergebnisse so raus, wie die gehofft haben? Was passiert, wenn irgendwo eine unvorhergesehbare Wendung passiert, dass man sagt, okay, ich kann, meine Aufgabenstellung ist zum Beispiel, ich soll Synchronisation an der Brücke untersuchen. Und ich komme aber zwischendrin auf ein ganz anderes Ergebnis, eine ganz andere Fragestellung. Wie flexibel ist man da auf Seiten der Dozenten, um zu sagen, okay, es sind 5 CP, das ist die Workload, die erwarten wir, aber die Aufgabenstellung selbst, wenn man in den 5 CP nicht dahin kommt, und dass es auch okay ist, dass man sagt, wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert im Rahmen des Projektes, dass das okay ist. Also da musste man ganz viele Ängste nehmen in Bearbeitung, weil das halt auch was ist, was die Studierenden komplett noch nie gemacht haben. Und das denke ich dann so Management, wie organisiert man sich, sind dann, glaube ich, auch Punkte, wo man den Studierenden auf jeden Fall mithelfen kann. So, die Frau Godard hatte sich noch gemeldet. Bitte gerne. Genau, und zwar wollte ich anknüpfen tatsächlich an das, was Frau Neudecker gerade ge gesagt hat, mit dem agilen Projektmanagement und tatsächlich da auch den Schritt nochmal weiter zu gehen und auf das agile Lernen auch zu schauen, was tatsächlich auch nochmal angelehnt ist an das, ja, an die agilen Prozesse. Scrum wurde schon genannt. EduScrum ist ein weiteres Lernformat, aber tatsächlich gibt es ein großes, breites Feld gerade, was ich auch gerade als Hochschuldidaktikerin im IT-Bereich mir erschließe, zusammen mit Praktikern aus IT-Unternehmen,
wo es ja auch darum geht, kollaborativ zu arbeiten, flexibel auf die Situation, die uns alle im Moment betrifft, zu reagieren, auch remote zu arbeiten und zu lernen. Und das ist tatsächlich ein großes Feld. Also wer da mal reinschauen möchte, Nele Graf ist so eine Hochschulprofessorin, die da ganz viel zu arbeitet. Aber ich mache zum Beispiel gerade eine Ausbildung auch in einem IT-Unternehmen zum agilen Lerncoach. Da ist ganz viel, was sich tatsächlich auch mit dem, was wir in der Eingangs Keynote gehört haben, also wo Lernen zentriert gelernt wird, die Rolle des Lehrenden zur Lernbegleitung und tatsächlich nochmal mit agilen, selbstorganisierten Methoden, auch was Komplexität angeht, tatsächlich, also Lernen in Komplexität, sind das nochmal ganz, ganz spannende Felder, wo ich gerade selber wieder auch zu Lernenden gerade unterwegs bin und da gerade ganz viele spannende Sachen auch für mich entdecke und wieder entdecke, auch parallel zu meiner eigenen Praxis. Also das ist auch nochmal nicht nur Projektmanagement, sondern agiles Lernen auch als Feld. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann kann ich ja vielleicht auch nochmal ganz offiziell jetzt Werbung für den Workshop von Carsten Morisse machen, der ja eben auch was zu EduScrum am Nachmittag anbieten wird. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Gibt auch ein Video als Vorbereitung online auf der Homepage. Und da habe ich, glaube ich, auch das Vergnügen, dass ich dann wieder dabei bin als Chair. Also Gott sei Dank, weil ich wollte das eben auch unbedingt nochmal sehen. Jetzt war das eigentlich der perfekte Übergang, Frau Godard. Vielen Dank dafür. Sie haben mir das quasi aufgelegt, weil so kann ich jetzt quasi direkt überleiten zur Frau Neudecker, weil eigentlich der Begriff Agilität ist ja auch in Ihrem Vortrag gefallen. Bevor ich aber Ihnen da quasi jetzt nochmal das Wort dann gebe, muss ich eine Sache fragen. Also es tut mir wirklich leid, aber das liegt mir schon auf der Zunge. Vollmenschlich. Vollmenschlich war ein Begriff, und tatsächlich, das war der Begriff, neben Empathie, Carl Rogers natürlich und so, aber den habe ich mir zum Beispiel aber sofort aufschreiben müssen. Vollmenschlich. Und da habe ich jetzt natürlich sofort gedacht dann, okay, gehen wir da jetzt in die Diskussion rein, ist virtuell oder online, so wie wir jetzt hier sind, ist das vollmenschlich oder nicht? Also wollten Sie mit, oder denken Sie, dass Carl Rogers auch mit solchen Begrifflichkeiten diese Diskussion anstoßen wollte? Habe ich das falsch verstanden? Oder wie schätzen Sie das ein? Also dieser Begriff, also ich finde ihn super spannend, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, es ist wirklich eher ein offenes Herangehen. Aber ich bin mal jetzt gerade bei unserem Feld, also wenn Sie mich fragen, ist Lernen eine Tätigkeit, die überall stattfinden kann natürlich. Und also ich fühle mich jetzt auch sehr vollmenschlich Ihnen allen verbunden. Also nicht vielleicht ganz so wunderbar, wie es wäre vor Ort, aber also das ist jetzt nur mein Eindruck und da würde mich auch nochmal interessieren, wie Sie das einschätzen, weil mir der Begriff einfach, also der hat mich irritiert und irritieren ist ja gut, irritieren ist Lernen, also ja. Ja, also super, dass Sie das ansprechen. Und zwar in meinem Vorbereitungsvideo hat man ja auch gesehen, dass ich auf das hinweise, dass das alles missverstanden werden kann. Ja, dass man irgendwie sagt, was machen die denn dann da? Ja, dann geht es irgendwie um Therapie, es geht irgendwie, alles wird dann irgendwie so ins Emotionale gezogen und vielleicht weg vom Faktischen und eben solche Begriffe wie vollmenschlich, etc. Das kann dann einem auch zu viel werden, dass man irgendwie sagt, also da wollen wir jetzt nicht hin. Und ich glaube aber auch, es kann ja als Anregung dienen, dass man diese Aspekte nicht vergisst und dass man eben dann auch vielleicht über diese Auseinandersetzung viel mehr wieder sieht, dass man mit den Ressourcen der Studierenden arbeitet, dass ich auf gleicher Augenhöhe mit den Studierenden umgehe und dass ich denen vor allen Dingen viel mehr zutrauen kann. Also wenn ich wirklich etwas von ihnen möchte und wenn das Thema Sinn macht und spannend ist für die Studierenden, da macht man natürlich jetzt die Abzweigung hin zum individualisierten Lernen, weil nicht alles ist gleich spannend für jeden. Aber in diese Richtung bewegen wir uns ja. Ja, also auch, dass quasi Studierende ganz ihr Curriculum individuell zusammenbauen können und zum Teil in einzelnen Veranstaltungen individuell Wege gehen können. Das ist ja so ein bisschen auch in anderen Diskussionen als Zukunftsmusik auch angedacht. Ich bin mir dessen bewusst, dass Rogers, und es ist so, er kommt aus der therapeutischen Richtung, ganz klar, und dass man das natürlich auch entsprechend
Genau, oder vielleicht auch, es gibt eine Grauzone, aber dass man das eben auch kritisch anschauen muss und dann vielleicht auch die Begrifflichkeiten verwendet und auf dieser Grundlage vielleicht auch weiterentwickelt, so dass es dann zur digitalen Lehre und auch vor allen Dingen jetzt zum Inverted Classroom-Modell ja auch wieder passt, dass man weiß, woher ich komme und dass ich es dann eben neu benenne und für diese Bedarfe anpasse. Wichtig, glaube ich, ist einfach, dass man nicht vergisst, dass es da ganz zentrale Vorreiter gab. Ja, dass man eben sagt, da sind Sachen ausgesprochen worden, die werden heute, natürlich kommen die wieder zur Oberfläche, aber die sind in der Auseinandersetzung mit Lernen und wie der Dozierende mit den Studierenden umgeht, die sind seit 60, 70, 80 oder vielleicht auch bei Aristoteles schon Thema gewesen. Also, und da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in etwas kommen, wo wir uns immer im Kreis drehen und eigentlich gar keine Weiterentwicklung passiert, weil man immer wieder sich im Kreis dreht. Und um das vielleicht dann abzuschließen, da kommt ja dann auch dieses Ding mit ins Spiel. Ist es sinnvoll, sich in einem alten Rahmen immer wieder neu zu definieren, oder muss ich mal einen ganz neuen Rahmen bauen und von dort aus dann weitergehen? Ja, dass man so etwas dann auch mal durchbrechen kann. Und das ist ja vielleicht auch eine Rückfrage, kann ein Inverted Classroom-Modell auch wirklich ein ganz neuer Rahmen sein, wo man wirklich in neue Sphären des Lernens dann weitergeht? Also Challenge kommen, die kommen ja jetzt alle. Ja, künstliche Intelligenz, Learning Analytics, alles, was da mit reinströmt, Roboter als Partner im Lernen und. Also ich meine, da passiert ja unglaublich viel. Und alles hat mit dem ICM ja dann auch irgendwie vielleicht zu tun. Aber was ist dann so der grundsätzliche Rahmen, wo man sich tatsächlich neu definiert und wo man tatsächlich in eine neue Richtung sich aufstellt und weitergeht? Das war jetzt Ja, ein es, bisschen umfangreich na, geantwortet, es, tut mir leid, aber genau, das. genau richtig, weil ich sag's ganz ehrlich, als ich Ihre selbst gezeichneten Folien gesehen habe und diese Schlagwörter, habe ich mir gedacht, okay, warum arbeiten wir eigentlich noch weiter oder warum gibt es andere Lerntheorien jetzt unter Anführungszeichen? Also man würde jetzt nicht sagen, dass diese Lerntheorie ist von Carl Rogers, das ist mir klar. Aber eigentlich hat er alles, also was Sie auf den Folien hatten, beschreibt eigentlich alles, wie ich sagen würde, oder also subjektiv von mir aus gesehen jetzt, aber schon mit Evidenzbasierung, auch empirischer Forschung übrigens, was eigentlich wirklich wichtig wäre beim Lernen zu berücksichtigen. Also das habe ich extrem spannend gefunden. Also dass es Carl Rogers genau so gesagt hat, muss ich schon, oder in seinen Büchern so schreibt, muss ich schon sagen, ist verblüffend. Andererseits sehe ich das gleiche Problem, das Sie auch beschreiben. Wir drehen uns immer im Kreis. Ich bin Mediendidaktiker. Es kommt Virtual Reality, es kommt Augmented Reality und plötzlich wird Lernen anders. Wir brauchen New Learning, wir brauchen keine Ahnung, was für ein neues Lernen. Ich glaube, das ist ein sehr schlechter Ansatz. Also ich versuche mich davon auch jetzt zu lösen. Beim agilen Lernen muss man mich noch überzeugen. Da bin ich dann gespannt. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen drauf zurück, dann Frau Godard. Und ich bin ja da auch beim Carsten Morisse im Workshop. Aber grundsätzlich tue ich mir immer schwer, wenn wir neue Lernbegriffe sozusagen definieren. Wenn zum Beispiel schon so jemand wie Carl Rogers es eigentlich wirklich also auf den Punkt bringt. Also besser kann man das eigentlich nicht sagen. Bei dem Vollmenschlichen, danke, das hilft mir jetzt auch nochmal. Ich finde besonders schön, dass es in Erinnerung rufen. Also das finde ich ganz schön, dass man das irgendwie mit berücksichtigt. Ein Punkt noch, Christian Freisleben, Deutscher. Also wenn Sie ihn fragen, wenn Sie heute noch die Chance haben, ihn einmal irgendwann zu fragen, was er unter Inverted Classroom versteht, ja, dann wird er immer zu Ihnen sagen, Inverted Classroom ist für mich dialogorientiertes Lehren und Lernen. Er wird immer dialogorientiert sagen. Ja, es kommt aus der Improvisationstechnik und für ihn ist das extrem wichtig. Und deshalb muss ich wirklich sagen, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass noch niemand, sagen wir mal jetzt in meinem näheren Forscher-Bekanntenkreis, da mit Carl Rogers argumentiert hat, obwohl wir immer von Dialogorientierung und Personenzentrierung eigentlich sprechen. Also das finde ich wirklich interessant. Und deswegen, für mich persönlich war das ganz wichtig, dass Sie da den Carl Rogers reingebracht haben. Es hat für mich wieder was Neues eröffnet, nämlich die Ursprünge von dieser Einschätzung des dialogorientierten Lernens, die ich absolut teile. Also das ist gar keine Frage. Und ich finde es spannend, dass das eigentlich in Carl Rogers sozusagen auch begründet liegt oder unter anderem in Carl Rogers, also nicht nur. Wir brauchen ja nur zu Dewey schauen. John Dewey hat alle diese Dinge 1913 aufgeschrieben. Also das darf man auch nie vergessen. Aber das geht jetzt zu weit. Angelika, du hast noch eine Anmerkung dazu.
Ja, weil ich die ganze Zeit daran denke, wie passend es ist, dass ich gerade gestern meine Nase mal wieder in ein Buch von Knut Ehlers gesteckt habe. Und wer den noch nicht kennt, das kann ich wirklich nur allen ganz, ganz arg ans Herz legen, weil das ist ein dänischer Lernforscher, der seinen Fokus darauf richtet, eine ganzheitliche Lerntheorie zu erstellen. Also nicht was Neues erfinden, sondern wirklich halt zu gucken, okay, wenn wir halt so ein komplexes etwas wie Lernen verstehen wollen, dann können wir halt nicht nur auf einzelne Schulen in der Psychologie oder halt gesellschaftswissenschaftlicher Zugänge wie soziologischen Lerntheorien oder sowas gucken, sondern wir müssen gucken, auf Basis einer Frage, einer Perspektive, wie wir das für uns nutzen. Und deswegen seine Lerntheorie ist da wirklich eine ganz spannende, die das alles verbindet. Und bla bla bla, da könnte ich jetzt 10.000 Sachen weitermachen, das mache ich natürlich nicht. Aber wozu ich ganz konkret Gedanken hatte, Frau Neudecker, was Sie gerade auch gesagt haben mit dem, was bringt uns das denn eigentlich, wenn wir uns das anschauen für das ICM oder nicht, da musste ich ganz stark dran denken, dass es gibt ja eine Theorie, die vom situativen Lernen ausgeht, die halt also von Love und Wenger geprägt ist, die halt sagen, Lernen ist Partizipation, wir lernen nie isoliert, wir sind eigentlich immer in irgendwie als soziale Wesen im Austausch mit anderen und die halt sagen, das Lernen ganz stark durch Teilhabe und Teilgeben von, auch in Stufen. Ich muss erst reinkommen in diese Gemeinschaft. Also auch da geht es wieder zurück zu der Keynote von Frau Schmidt und Frau, oh Gott, den anderen Namen habe ich gerade vergessen. Es tut mir so leid. Aber das finde ich halt ganz spannend, dass wir halt diesen Fokus auf das Partizipative vielleicht noch anders nutzen können, um ICM irgendwie zu, ja, keine Ahnung, zu durchdenken und einzusetzen. Weil dadurch würde halt auch dieses, wodurch sind wir denn Vollmensch? Ja, wir werden ja erst Vollmensch dadurch, dass wir halt mit anderen Menschen in Kontakt, im Austausch uns daran reiben, wieso wir, also uns, also wieso man selbst ist und eben nicht wer anders, ja, also die gemeinsame Grenze von eigener Identität und dem, was wir als das andere erleben. So, also das wird ja erst im Miteinander irgendwo klar. Und das war für mich so eine schöne Brücke zwischen dem, was Sie gesagt haben, ne? Carl Rogers beziehen auf ICM, das Kollaborative, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, irgendwie mit reindenken, wieso das eigentlich erst da den Zugang gibt. Also ich mag es immer total, die verschiedenen theoretischen Perspektiven zu nutzen. Nicht als Gegeneinander, sondern einfach, um was kann ich daraus jetzt irgendwie Neues für die Situation lernen. Deswegen situiertes Lernen, Love und Wenger ist von, ach, kein Schlagwort ist Communities of Practice. Das ist da irgendwie als das große Konzept raus entwachsen. Aber davor ist eine ganze Theorie, die sie entwickelt haben und die halt sehr auf dieses partizipatorische, wie komme ich eigentlich in eine Gemeinschaft, wodurch entsteht eigentlich Gemeinschaft im Lernen. Inwiefern ist Lernen zwar immer was Individuelles, aber vor allen Dingen immer was sozial Eingebettetes, was in einem Miteinander passiert. Genau, das als Brille. Da konnte ich jetzt gerade nicht anders, ich musste noch mal zucken und das mit reingeben. Ja, ist doch auch ein sehr schöner Gedanke noch. Das ist nämlich auch, was mich immer wieder irgendwie auch, wo ich mir auch immer wieder frage, wir reden immer von sozialem Lernen, gleichzeitig von Individualisierung. Also das ist, jetzt haben wir das auch noch reingebracht. Vielleicht ist das ein bisschen zu viel. Also ich schaue auf die Uhr. Ich habe Ihnen ja versprochen, wir haben auf jeden Fall 50 Minuten Zeit zum Diskutieren. Wir hatten sogar mehr. Also sagen Sie das schon mal weiter, ich wäre ein Gastgeber. Viel wichtiger finde ich jetzt aber tatsächlich noch, wir hätten noch jetzt 9 Minuten Zeit. Also es kommt dann auch darauf an, Sie können die Mittagspause ein bisschen selber auch gestalten. Ich hätte jetzt eigentlich schon irgendwie das Bedürfnis, diese ganzen Gedanken, die wir jetzt haben, noch zusammenzufassen. Weil natürlich, ich habe mir das jetzt in meine Notizen aufgeschrieben, ich habe da weiterhin wunderbar gezeichnet, ich bin ein begabter Sketchnoter. Aber also ich würde das irgendwie jetzt schon noch. Mir würde schon noch interessieren, also es geht ja wirklich um Future of ICM und ich habe tatsächlich für mich schon ein paar Punkte gefunden. Jetzt wäre für mich die Frage, wenn Sie wirklich sagen, okay, ja, wir hätten da Interesse, dass wir das nochmal zusammenführen, dann würde ich uns vielleicht schnell noch einen Padlet-Link oder sowas erstellen, wo wir das nochmal reinschreiben oder wir nutzen einfach nur den Chat, Sie schreiben das rein, ich kopiere uns das raus und bringe das dann in das Plenum rein, dann braucht man nicht wieder aus einem Tool und in ein anderes Tool reingehen. Das haben wir auch so ein bisschen kritisch betrachtet, was ich sehr schön gefunden habe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das müssten wir doch jetzt eigentlich schon noch tun, oder? Also ohne jetzt einen Zwang auszulösen. Aber auch also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich könnte glaube ich schon so 3, 4 Stichworte nennen oder Punkte nennen,
um irgendwie ja, das festzuhalten, was jetzt die Future of ICM für mich ist. Ja. Also das wäre dieser Dreischritt zum Beispiel auch. Ja. Und auch aus der theoretischen Unterfütterung nochmal neue Wege zum Beispiel auch zu gehen, die ich unglaublich wichtig finde. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, wo das ICAP-Framework von Chee und Wiley als Grundlage für Flipped Classroom verwendet wurde. Ist auf Deutsch veröffentlicht in der Hochschullehre, also Zeitschrift Die Hochschullehre. Ist unglaublich. Ich finde das eine unglaublich gute Idee, mit dem ICAP-Framework von Chee und Wiley zu argumentieren. Denn das bringt genau das rein, was wir jetzt gesagt haben, mit dem ganzheitlichen Lernen als Ziel. Die Vorbereitungsphase zu nutzen für eben andere Lernziele, was ich auch vorher schon mal bei der Frau Rösken angesprochen habe, und die Präsenzphase, egal ob dann digital oder in einem Raum, dann tatsächlich nochmal andere Lernziele eben zu adressieren, ja, und dann dieses ganzheitliche Lernen zusammenführen zu können. Also weil, aber wie gesagt, das ist jetzt sehr subjektiv. Also ich glaube, es wäre eher gut, wenn wir das gemeinsam machen. So, ich schaue jetzt einmal ganz kurz. Ah, okay. Danke, Angelika. Du nimmst mir da meinen Job ab. Super. Wir Kannst als du dich kleines umdrehen? Orga-Team aufgenommen. Also, ich würde das einmal freistellen. Wenn Sie Lust haben, sich daran noch zu beteiligen, dann gerne den Chat nutzen. Schreiben Sie drauf los. Lassen Sie einen gedankenfreien Lauf. Ich kann das nur einmal wiederholen, was alle drei Referentinnen gesagt haben. Es gibt jetzt kein richtig oder falsch, sondern wir erstellen gemeinsam ein Produkt. Es geht nicht darum, jetzt richtig oder falsch zu sein. Die Antworten sind nicht bekannt. Auch das habe ich mir nochmal extra aufgeschrieben, was sowohl bei der Frau Neudecker als auch bei der Frau Rösken sie ja irgendwie getroffen hat. Und bei der Angelika weiß ich einfach, dass sie sowieso in ihrer ganzen Arbeit das immer wieder macht. Und da ist auch Problem-Based Learning zum Beispiel gekommen. Ja, also es ist einfach ein Vorschlag von mir. Steht Ihnen frei. Wir haben immer noch 6 Minuten. Das Pad bleibt ja wahrscheinlich offen und ja. Nutzen Sie die Chance noch, und ich bleibe auf jeden Fall jetzt auch noch hier und wird dann schon um 15 nach nochmal auch eine kurze Verabschiedung sprechen und Sie dann quasi offiziell verabschieden. Aber jetzt würde ich Sie mal 6 Minuten einfach nachdenken lassen. Ja, danke, Frau Neudecker. Da würde ich Sie dann tatsächlich wirklich einladen, morgen dabei zu sein. Also morgen wird wirklich der ganze Tag 9 bis 13 Uhr, aber ich kann gleich sagen, es wird hart. Wir werden ganz viel arbeiten. Also Sie werden ganz viel arbeiten, wir alle werden ganz viel arbeiten. Am Ende soll eine Art White Paper entstehen, wo wir eben genau das adressieren. Wie können wir eigentlich ICM beforschen? Ja, also das ist genau die spannende Frage für morgen. Und wenn Sie jetzt noch nicht angemeldet wären, wir würden Sie schon reinquetschen, da bin ich mir sicher.